Well then, the culprit is Gonta. Wow, das ging schnell. Wie gesagt, das könnte sogar echt sein. Das war jetzt sogar ich mittlerweile mein Hauptverdächtiger. Wie gesagt, ich glaube, er hat den Mord begangen und weiß es selbst aber jetzt gerade nicht, dass er einen Mord begangen hat und es nicht einfach nur ein Traum oder sowas in die Richtung war. Wobei er dann trotzdem noch wissen müsste, dass er in einem Traum zumindest Mio umgebracht hat und das müsste ihm doch irgendwie komisch vorkommen oder nicht. Zumindest ein bisschen, Gonta. Bitte. What? Huh? What did you... Wait! When did Gonta kill Mew? That's a lie! He didn't kill her! Tokichi's just lying! Now you're trying to pin things on Gonta? Do you really expect us to believe such an obvious lie? Yeah, there's no way Gonta could commit a murder this complicated. Das war auch von Anfang an mein Argument, warum er es nicht gewesen sein hätte können. Aber offensichtlich hat Kokichi den Mord mitgeplant, ha? Ist es das? The truth is, ja, okay, Gonta and I work together. We formed a duo to end this killing game. As the Killing Game Busters! What busters? We must win this killing game in order to end this killing game. What you mean, we? By the way, I came up with a murder plan, and Gonta carried it out. Gonta what? Why are you more surprised by that than the first thing he said? Cause Gonta have no idea what he's talking about. Ich glaub's dir halt sogar. Come on, quit lying and tell us the truth. Gonta is telling the truth. He's not someone who lies all the time like you. And no matter how naive Gonta may be, I doubt he would ever team up with Kokichi. Naja, zumindest erneut. Yeah, not after insect incident. Ach ja, das war schon schön damals. It's obvious what he's trying to do. Gonta doesn't understand the virtual world, so Kokichi's trying to trick him. He's trying to sacrifice Gonta to escape from his crime. You're a terrible person! How dare you use Gonta like that? You're right. I'm sorry. I did something horrible to Gonta. I didn't want Shuichi to hog all the glory, so I told everyone the truth! Cut that out! I told you it's not gonna work! Don't you think I could have pulled the strings and made Gonta carry out my commands? It doesn't matter if it's possible or not, because I say it's just impossible! It does matter. There's no need to bring emotions into class trials. All we need is logical thinking. Right, Shuichi? Ich denke, logisch. What? Gonta not understand what's going on. But still, Gonta not kill Mew. Gonta really not know anything. And also, Gonta not tell lies. And Gonta not make trouble for others. Cause Gonta gentleman. Cause that not how gentlemen act. Richtig. That why Gonta not culprit. Yeah, Gonta's not lying. I could tell just by looking at him. I already used my magic to check. Gonta's definitely not lying. Then let me ask you guys. If it's not Gonta, then who's the culprit? You, of course! Come on! There's already proof that I couldn't have killed Mew! Und welcher? There's already proof? Oh, did you forget already? Then let me make it clear again. Why I can't be the culprit! Na dann hau mal raus! Bin ich gespannt! Denn ich habe ganz ehrlich gesagt gerade echt keine Ahnung. I am not ah doch, doch, klar, ja. Ja, Setting und Kokichi ist aber ein Avatar. Er hätte sich nicht mehr bewegen können, nachdem er angefasst wurde von ihr. Genau. Und dabei muss er sie berühren, längere Zeit am Stück. Ach Gott. Sie hätte total resistiert, wenn sie gestrangelt wurde, richtig? Dann wäre es unmöglich für jemanden so schwach wie ich. You talking about the strength of your virtual avatar? That wouldn't matter if you strangled her from behind. In which case, even if she did resist, the most she could have done is merely touch the culprit. Mm-hmm. Exactly. She couldn't struggle much. So you could have kept strangling her. Nope. Nope, 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 Dreck. That's wrong. Er musste nur berührt werden.
Genau das ist passiert. Also wäre passiert. Maybe it wasn't possible for Kokichi to strangle Mew. Why wasn't it possible? Mew modified my avatar, so if she attacked me, I wouldn't be able to resist. If Mew touched me, then I'd be unable to move. Huh? So I would have had to oh kill man, her instantly, this is so cute. Such as stabbing or hitting. I couldn't have murdered her by strangulation, because it'd be game over if she touched me. Well, if you were using the toilet paper, you wouldn't need to touch her directly. But if you can't be touched while you're wrapping the toilet paper around her neck, then it would be impossible. Which means, as long as she died from strangulation, it couldn't have been me. Wait, what if it was something besides strangulation then? There's no doubt Mew was strangled. We already discussed this. Kaido is really desperate to make me the culprit. No matter how much you whine about it, you can't change the truth. The culprit who killed Mew is Gonta Gokuhara. This is the truth you all adore so much. No! Gonta not kill Mew! It's true! You gotta believe Gonta! Gonta would never hurt anyone! I believe you. You've been risking yourself to protect everyone. There's no way Gonta would kill. He won't even kill bugs. Ja, ich glaube vor allem keine Käfer eigentlich. I believe Gonta too. I'm not gonna listen to Kokichi's lies. Of course. Who'd believe a liar like him? He's lying about Gonta being the culprit, so there's no point talking about it. I don't know about that. If we want the truth, we might have to ask uncomfortable questions. Right, Shuichi? You think so too, nope. Don't you? Leider nicht. Leider muss ich logisch denken und meine Emotionen nicht da einbringen. Huh? I know how important it is to believe, but as the ultimate detective, I know we can't solve this case with belief alone. Huh? It's just that something doesn't add up. I have this feeling something's off. We can't keep going back and forth like this. We need to discuss this. What, you wanna suspect Gonta? Ich will das nicht, aber ich glaube, ich muss es langsam. Looks like Shuichi agrees with me. No, I'm not trying to. Oh, the irony! It's all thanks to Kaito that Shuichi got his act together as a detective. And now, Shuichi's intuition as a detective has made him more suspicious of others. Well, can't be helped. That's just what a detective does. That's not it, Kokichi. I'm just trying to make sure that everyone survives. Shuichi, Gonta really not do it. Gonta not culprit. Please, leave Gonta. We might as well discuss it. Yeah, it's for better so. As a precautionary measure, that's all. I think we need to seriously discuss whether Gonta was capable of committing this crime. Only then can we arrive at a logical decision. You guys, why don't you get it? That's just what Kokichi wants. He's just trying to split us up. Shuichi, open your eyes! Did you say split? But nein, okay, doch nicht. One, doch, Mann, eine Zeile zu früh, fuck. Sorry to ruin this tense moment, but you guys seem pretty evenly split right now. So, the Ultimate Academy is proud to present its very own Morphin. Ja, cool, ich hab's verstanden. Wirklich. Yep, natürlich, wie immer. Why don't you understand? You're my sidekick, aren't you? Nein, andersrum, wenn überhaupt. Kaito. Of course I want to believe Gonta. I don't want to think that he killed someone. But as the Ultimate Detective, I can't turn away from the truth. I need to find the truth. Ja, da bin ich bei. Oh Mann, das ist so ein fieser Twist eigentlich. Das ist so fies. Aber ja, es ergibt absolut Sinn. Es ergibt absolut Sinn, wenn es Gonta war. Und mittlerweile gehe ich davon aus. Davon muss man mittlerweile, glaube ich, ausgehen. Ich glaube, mittlerweile gibt es keinen Twist mehr von wegen. Ja, es war doch Kokichi. Also kommt schon. Nein, echt nicht.
Also Kokichi war sowieso nicht, aus den Gründen, die ich schon öfter genannt habe. Er kann jetzt noch nicht sterben. Und ansonsten bleibt halt nur noch Tsumugi übrig. Und natürlich könnte sie es theoretisch gewesen sein. Also ich meine, es spricht jetzt eigentlich nichts gegen sie. Also mir wird jetzt gerade jedenfalls nichts einfallen, aber... Also mir würde wirklich nichts dagegen einfallen. Shuichi, are you saying mir wird auch nichts dafür einfallen, halt. Also... Gonta is such a sweetheart. He wouldn't hurt a fly. Kokichi, don't you realize these so-called sweethearts can commit crimes too? Could Gonta have even made it to the rooftop without being noticed? Kibo! The entrance hall is all that separates the rooftop from the mansion exterior. There should have been witnesses at the entrance hall! I got this! No, none of us were in charge of the entrance hall. But Kokichi confessed he was working with Monokuma! Kokichi! I did cooperate with Monokuma, but only on a temporary basis. It's all a lie! Kokichi is the one who killed Mew! I got this! The truth is, Gonta could have murdered Mew. Gonta not kill Mew! Honest! Oh well, fuck. Dann ist es wohl das hier. Gonta could have murdered Mew. Hey, war in Ordnung. Wir fehlen nur noch zwei. Shuichi, are you saying that ja, ich mache ja schon den Rest. Einen Moment. Shuichi, are you erstmal das hier noch. Gonta is the culprit? Ja, Culprit. I got this. I can't say for sure he's the culprit. I'm saying we can't rule it out. It's all a lie. Kokichi is the one who killed Mew. Kibo! That is impossible, because Kokichi's avatar had special settings. Ach, ich musste alles anklicken, oder? Oh Gott, ich hab vergessen, wie das Spiel funktioniert. Ja, einen Moment, ich mach mal eben, ne? Gott, Toaster! Okay, meine Fresse. Da vergisst man mal eben, wie das Spiel funktioniert. Das lief echt nicht so gut. Aber okay, meinetwegen, klar. Im Endeffekt habe ich es dann trotzdem noch geschafft. Break. In my opinion, as long as it is possible that Gonta is the culprit, we have to discuss it. Aber ja, um auf meinen eigentlichen Punkt zurückzukommen, den ich gerade am Anfang des Spiels noch hatte. Was spricht gegen Tsumugi eigentlich? Weil sie war ja auch direkt an der Entrance Hall. Warte mal, war Gonta in der Entrance Hall? Hat er sich da umgeguckt? Wo hat sich Gonta da mal umgeguckt? Wahrscheinlich schon, ne? Ja gut, dann... Ja, never mind. Es hätte echt nur Gonta sein können. Also... Wenn er da war, ich weiß echt nicht mehr, wo er sich umgeguckt hat eigentlich. Ganz ehrlich gesagt, aber einen anderen Raum gab es ja nicht mehr. That's ridiculous. You're going to believe Kokichi over Gonta? That's not it at all. I just want the truth. If we're going to survive, I have to find the truth. But Gonta telling truth. Gonta really not culprit. I still don't think Gonta's lying. But didn't I tell you guys already? If you're planning to expose a liar, then you have to corner them psychologically. Only then will they reveal their true self as a liar, hiding beneath a layer of deceit. That's why it hurts my heart to persecute Gonta like this! Gonta, if you understand, then do it right. Make logical arguments for the truth. Logical arguments? It means use your head to make arguments. Aber das ist ein Problem, es ist Gonta. Use head. Richtig, das ist das Problem. What I'm trying to say is, if you aren't the culprit, then you gotta prove that you aren't. But Gonta really not know. I'm sick of hearing you say you don't know. God, why are you so dumb? Gonta just wanna help everyone. Like true gentlemen. You're a true gentleman? More like a true nincompoop. Hey! Now that's just bullying. Und du kennst dich ja zum Glück damit aus. Bullying? Yeah, so what? That's what you do in this game, right? You guys blame and gang up on me, but now you're gonna pretend to be good people? No, I never ganged up. Gonta, argue back already! Just make an excuse or whatever! Stop it! That's enough! Hmm? Stop what? You mean stop the game? Hey, do you even know what you're saying? Yeah, I know. What about it? I don't want to survive if it means I have to stoop to your level. Oh, that's a low blow right there. Then just die in a hole for all I care! We want to live! So stop getting in our way! Quit it. If you don't shut your mouth, then I'll shut it for you.
permanently. Holy fuck, mach das bitte. Bloody, please, calm down. Ich meine, gerade hat er eigentlich sogar ungefähr recht, auf irgendeine Art und Weise. Gunther müsste halt mal irgendwas Sinnvolles sagen, vielleicht, aber... Er ist auch ein bisschen aggressiv vielleicht. Ein bisschen ist er gerade echt aggressiv. Sorry. It Gunther's fault, everyone's so upset. But Gunther telling truth. Gunther really not culprit. Cause Gunther not know anything, really. Cut it out already! That's all you've been saying this whole time! You're the one that needs to cut it out. Wait, what did Kokichi say? All you've been saying this whole time. That's true about Gunther, richtig. This whole time, Gunther's been saying he doesn't know anything. Also soll ich das jetzt wortwörtlich nehmen? Ja, wie gesagt, er denkt, das war alles nur ein Traum. Und das meinte damit, ja, Gunther was sleeping too. Murder already happened when he woke up. Das ist vollkommen richtig, das ist alles... Ja, ich hab's verstanden, er hat nur das gesagt, ja. But when exactly did he start using that defense? Gunther started saying, I don't know when. Ja, sogar vorm Einloggen eigentlich schon, aber... After logging out of the virtual world. That's it. Ja, richtig, natürlich. Did Gunther get into an accident in the virtual world? Accident? Was für ein Accident in der Virtual World? Ich weiß gerade echt nicht, warum es geht, ganz ehrlich gesagt. Ist irgendwas passiert? Habe ich was verpasst? Habe ich was vergessen? Wahrscheinlich schon, ne? Oh mein Gott! Okay, ich musste ganz ehrlich gesagt in den Guide gucken und ich habe noch eine Sekunde Zeit, also... Das ist es anscheinend. Dabei bin ich nicht mal betrunken, aber ich habe echt keine Ahnung, worum es hier gerade geht und wie ich darauf kommen sollte und was es mit Gunther zu tun hat. Aber, okay. Anscheinend ist das passiert. Stimmt, irgendein Error gab es, das weiß ich, aber... Ja. Oh! Oh! Der eine Helm war falsch angeschlossen, natürlich. Das habe ich ja schon mitbekommen mittlerweile und... Also das haben wir mitbekommen irgendwann. Ja, das war wohl Gunther. Klar. Also, ist es nicht mal so, dass er denkt, das war ein Traum. Er kann sich wirklich überhaupt nicht daran erinnern, wollte ihm gerade sagen. That's because Gunther doesn't understand the virtual world, right? That's what I thought at first, but I think it's because of the error. What you mean? If that error is what's affecting Gunther, then it's making him forgetful and loopy. Then what was the error? What could it have been? Ja, es wurden seine Erinnerungen wieder gelöscht. Also er hat keine Erinnerungen behalten aus der virtuellen Welt. Ja, das erste wird wohl Memory sein. Das war... Ich sollte vielleicht mal gucken, worauf ich schieße vorher. Ein E. Memory. Da ist ein R und noch ein Y, bitte. Hatte ich gerade auch schon irgendwo gesehen. Mehrfach sogar. Ach, komm schon. Da ist ein Y. Memory. Nicht Error. Ich brauche mal eben Buchstaben, bevor ich drauf komme. Es sind bisher dieselben Buchstaben wie vorher. Nee, ja, okay. Dachte ich mir gerade fast. Dann ist es Memory Loss. Ja, Gunther, ich würde sagen... Ich kann relaten, ne? Ich erinnere mich auch nicht dran. Ich erinnere mich auch nicht dran, Gunther, wirklich nicht. Also... Weder an den Error, wie gesagt, den habe ich echt vergessen, dass es passiert ist. Dass wir das gesagt bekommen haben irgendwann mal, aber vor allem an die zweite Hälfte des Scheiß. Oh mein Gott, ja. Vielleicht war der Troll einfach so gedacht von Anfang an, dass ich so viel trinke, dass ich mein Gedächtnis verliere und dann kann ich mich da besser in die Lage von Gunther reinversetzen und so. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Oh nein! I don't know anything after leaving the virtual world. I think that's the result of some kind of memory error. That's why he doesn't remember anything that happened in the virtual world. Not even killing Mew. What? That's ridiculous! Quit screwing around! Yeah, it's absolutely ridiculous! What do you mean he doesn't remember? He's just confused! Gunther told us he was bad with computers, remember? Memory or no memory? Gunther
never hurt anyone! No way, Gonta's the culprit! Oh Gott, nein, nicht die Scheiße schon wieder. Ich hab da keinen Bock drauf, aber okay. Dann mal sehen. Ich glaube, es könnte Gonta gewesen sein. Es war Gonta, ja. Gut, ich denke, wir haben das mittlerweile halbwegs bestätigt. Und mit halbwegs meine ich, wir haben es mittlerweile bestätigt. Ja, das weiß ich wirklich, das ist es wohl. Es ist genau das, was ich dachte. Er hat sich einfach falsch angeschlossen, angefruschen. Ja, okay. Sonst noch irgendwelche Argumente oder so, bitte? Ich glaube, das ist es. Das war zu langsam. Ja, okay. Mein Gott, ich brauche irgendwie 3 Versuche, weil ich vergessen habe, wie man das Spiel hier spielt. Also wie man die komischen Ketten vor allem los wird, weil das muss ich schon ewig nicht mehr machen. Ja. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ist die 2 Cords auf dem Helm, used to log into the virtual world. Denn wir mussten die unbedingt richtig einstöpseln. Das eine dafür war auch für Memory zuständig. Ja, gut, dann ergibt es natürlich Sinn, dass dann irgendwas mit den Erinnerungen falsch sein könnte hinterher. I think that Gonta messed up something with the cords, causing the error. If he mixed the consciousness and memory cords, then there'd be an error with memory. Like an error that won't let you bring your avatar's memories to the real world? Vollkommen richtig. What? Gonta, do you think it's possible that you improperly connected the cords? Huh? How Gonta supposed to remember that? He couldn't have messed it up. I said it over and over. Right is the hand you hold your chopsticks in. Vielleicht ist Gonta Linkshänder. Oh, scheiße. Oh, but Gonta holds chopsticks with this hand. Ich wusste es. That's your left hand. What? Looks like it's decided. What's decided? He's wrong, isn't he, Gonta? You remember the virtual world, don't you? Gonta not remember. Gonta not even go to this virtual world place. What? Gonta fall asleep when he put helmet on. When Gonta wake up, Mew dead. Gonta not know what happened. So, Gonta worry. Gonta not understand what everyone talking about. No, it can't be. But Gonta try his best to understand. Gonta imagine real hard. That's enough, Gonta. We already know. Know what? We know that you totally forgot about teaming up with me and killing Mew. Wait a minute! That lie! Gonta not kill Mew! Was tut mir grad so fucking leid? Das ist so fies! Er weiß es halt nicht mal mehr! Why would Gonta do that? Yeah, it's a lie! I'll never accept this! And besides, Gonta's got no motive to kill Mew! I already gave you my testimony on how I came up with the murder plan. And I'm saying I don't believe you! Kokichi, if what you're saying is true, why did you plan it this way? Ja, aber viel wichtiger ist, wirklich, was für ein Motiv hatte Gonta im Endeffekt? Wie hast du ihn echt dazu überreden können? Weil an sich ist es schon wahr. Warum hat Gonta dir nochmal vertraut, obwohl er dir eigentlich schon längst nicht mehr vertrauen wollte? You wanted to plan the murder yourself, but have someone else carry it out? Is the person who planned it also included as a blackened with the perpetrator? Nope! Only the person who actually commits the murder becomes the blackened! Then there's no incentive to just plan the murder. But Gonta's such a gentle soul. Why would he agree to this? Das frage ich mich halt eben auch. Hold on! That hasn't been decided yet! Who cares about the motive? Let's vote for the culprit already! I care about the motive! Well, I don't care. Finding the culprit is more important in this class trial. Talking about the motive is meaningless. It's not necessary for this specific case. No matter what you say, I'll never believe your lies. We all agree that Gonta is the culprit, right? It would be impossible for anyone but him. Impossible? Why? It's pretty obvious if you use the process of elimination. Which means, Shuichi, you'll be my partner, right? Yeah, okay, machen wir. Me? Because if you don't face the truth, then we'll all die, right? And you don't want that, do you? Okay, let's begin! Quit screwing around! I'm done putting up with your selfish bullshit! Kaito, we should listen to his explanation.
Our lives depend on it. So, we can now take Keyboy, Himiko, and Maki off the suspect list. Shuichi, would you care to explain? I doubt they'll believe it if it came from me. Ja, sie waren auf der anderen Seite. Ich weiß. They couldn't access the crime scene. Richtig. They couldn't get to the crime scene, could they? The bridge from the chapel to the mansion was gone, and only Miu could pass through the wall. The three at the chapel had no way to get to the mansion, so they couldn't have done it. Kaito is the next one off our suspect list, and you know why, right? Natürlich weiß ich das. Er wurde zu früh ausgelockt. Jetzt bin ich echt gespannt, was das Alibi von Tsumugi ist. Denn da habe ich ja noch am meisten dran gezweifelt. Miu logged Kaito out from the start. But she did that to make us think the murder happened in the real world, right? Since we figured out the actual killing happened in the virtual world, it would have been impossible for Kaito, who had already logged out. Miu's time of death was around 6:30 in the morning. That's after Kaito logged out. Wobei ich mich jetzt frage, haben wir wirklich bewiesen, dass der Mord in der virtuellen Welt stattgefunden hat jemals? Wir haben es nur gesagt, weil wir herausgefunden haben, dass sie nicht vergiftet wurde. Aber ich meine, Kaito hätte sie jetzt ja auch in der Realität erwürgen können. So ganz nebenbei. Wäre ein ziemlich großer Zufall das Ganze gewesen jetzt. Aber rein theoretisch. Ich meine nur, es gibt keinen Beweis dagegen eigentlich, oder? Kokichi's completely running the show now. My synergy with Shuichi is super on point now. So let's move on to the remaining suspects. Gonta, Tsumugi, Shuichi, and me. Tsumugi and Shuichi can be crossed off. But what's the reason for that? Das frage ich mich auch. Also bei mir weiß ich es, aber bei ihr? We saw Miu, we didn't go to the roof. We have sold it all up. Haben wir das? Anscheinend schon. Ich weiß nur nicht welches. Tsumugi and I are witnesses to each other's alibis. Echt? Aber du hast sie doch gar nicht gesehen. Sie hätte doch ohne Probleme rausgehen können, oder nicht? Both of you heard Miu hitting the chapel wall, right? Ja, und? The culprit was definitely on the roof during that time, since they slid Miu down. Because of that, Shuichi and Tsumugi can't be the culprit. Okay, ja, doch, okay, dann ergibt es Sinn. Never mind. That leaves only Gonta and me as the remaining suspects. Then you're the culprit! Sorry for getting your hopes up, but didn't I already explain that's impossible? Kichi was Miu's target. He couldn't have killed Miu. Ja, das ist es dann wohl. Ja. So einfach ist es eigentlich. Kokichi wasn't capable of. Ja, das mit Tsumugi hätte mir echt früher auffallen müssen eigentlich. Ja, gut, das ergibt echt Sinn. Mein so Gott. Then it's down to one person. And who was that again? Well, who is it? Don't answer, Shuichi. You don't need to answer that. Ja, ich wollte gerade schon fragen, muss ich das jetzt echt noch auswählen? This is all Kokichi's trap. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. So leid es mir tut. There's only one suspect left. Only one person could have done this. Kaito, Momota, Luminary of the Stars. Sorry, Gonta. Es tut mir wirklich leid. Holy shit. Das ist so fies. Aber ich frage mich immer noch, wie hat das funktioniert? Wie konntest du ihn dazu überreden? Das wüsste ich halt echt gerne. Yep, Gonta is the only person who could have committed the murder. You get it now, right? That's the truth we were all reaching for. The thing you guys wanted so badly, a truth without any lies. New Iruma's killer is Gonta Gokuhara. Really? Did Gonta really do it? Jeez, is that really your reaction? It would have been fun if you went all crazy. But you forgot everything, so oh well. Oh well. A culprit who can't remember their murder is pretty interesting. So, better than nothing. If Gonta remembered, his cover would have been blown so fast. Especially since he's an idiot. Hold on.
I still haven't accepted this. This has gotta be Kokichi's trap. I still believe in Gonta. He's not the kind of person who'd kill. Kaito. I already said this a million times, Kaito. You shouldn't use emotions to... You want proof? I've got your proof. Sicher? Los, hau raus. After Sumugi and Shuichi heard Kibo's voice in the mansion, they ran outside. And who did they see out there? Gonta. Ja. Ich glaube, wer hat das nochmal gesagt? War das jetzt... Warst du das, Vika? Nein, das war der Stilish. Stiles. Du bist das, genau der, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ist mir auch scheißegal jetzt gerade, das ist nicht so relevant. Aber irgendjemand hat schon mal in die Kommentare geschrieben, dass Toilettenpapier verwendet werden hätte können tun, um es vom Dach als Seil zu verwenden. Deswegen liegt das Toilettenpapier auch da hinten in der Ecke, weil Gonta da runtergekommen ist. Okay. Cool, dass wir das auch nochmal nutzen müssen jetzt. Tatsächlich war das auch noch eine Funktion des Toilettenpapiers. Kokichi said it himself. When Yu's avatar crashed into the chapel wall, the culprit must have been on the roof. I see. If Gonta's the culprit, it'd be weird if he wasn't on the roof. It's possible that he fled the mansion after he heard the impact. You'd have to go through the entrance hall to get outside the mansion from the roof. Is that where Shuichi and Tsumugi ran to when they heard the crashing sound? Then maybe he jumped off the roof. That's not possible. That rooftop was pretty high up. Normally, Gonta could have done it, but his avatar wasn't strong enough. How about that? Now you get it, right? If Gonta was the culprit, there's no way he could have been outside the mansion. Now you can't say Gonta's the culprit. Congrats, Gonta. What? Really? Nope, es tut mir leid, aber ich habe schon herausgefunden, was passiert ist jetzt gerade mal eben. Oh man, es tut mir leid. It would have been so nice if that were the truth. Ja, ich weiß doch. If Kaito were right, and this horrible trial would just end. But... No, that's wrong. Das war das demotivierteste No, that's wrong, was ich hier gehört habe, Shuichi. What? Just because Gonta was at the mansion, doesn't mean that he isn't the culprit. All the culprit needed was a way to get from the roof to outside the mansion. Huh? Looks like Shuichi got it. I'll leave the rest to him. Kaito, I know how you feel. I know because we all feel it. But we have to face the truth. No matter how cool that truth may be, we need to face it to survive. Whose side are you on, Shuichi? Kaito, please. Aren't you my sidekick? Was that... just a lie? Du bist ein fucking Vollidiot, das ist das Problem, okay? Kaito. Mein Gott, die Fresse. I'll tear that sorry. Ja, ist okay, machen wir. Los. Wake you up. I can't doubt my detective work now. If I want us all to survive, I can't back down. Rhythmusspiel gegen dich? Natürlich, dachte ich. Oh mein Gott. Never accept this. Machen wir halt. Bam, bam, spür den Rhythmus. Ich mach ja schon alleine, ohne euch, tut mir leid. Ich möchte der Wahrheit glauben, weißt du? Ich möchte der Wahrheit glauben, leider. Toilet Paper discovered outside of the mansion. Das ist ein ziemlich langer Satz, holy fuck. Also für dieses Minispiel zumindest. Ach ja, Kaito, ach ja. Hättest du dich mal lieber nicht mit mir angelegt. Dass das nochmal eine Rolle spielt. Nochmal sogar. The toilet paper that was used as the murder weapon. That's why we didn't find it anywhere else. Not at the scene of the crime, nor on Yu's body. It was outside the mansion. Hold on. If they use the toilet paper as a rope to get down from the roof, then they need to tie it to something. But there was nothing to tie it to. I know because I investigated the roof. You're stubborn, Kaito. You're still going on about this. Denke ich mir halt auch gerade. Of course I am. I'm gonna believe in Gonta till the very end. No, there was something that the toilet paper could have been tied to. What? Ja, natürlich die, ja, das Fernglas-Ding, ne? Richtig. Richtig. There. Als ob du das nicht wusstest, Kaito. Ich hab mir das angeguckt, da war definitiv gar nichts. Gar nichts. Mein Gott, Alter.
However, I don't think the culprit actually tied it down there. They just hung it. And then used the doubled up toilet paper to climb down. Yep. Was ich mir jetzt gerade frage ist, they would have had to tug on it in order to take it down. Wann hat Gonta das Toilet Papier wieder aufgerollt? Aber gut, hinterfragen wir das mal nicht. Because I came up with that idea. But I thought I told Gonta to put the toilet paper back in the bathroom. Oh, I guess he ran into someone on the way and then threw it somewhere close by. Das wird's wohl gewesen sein. Und so wurde das Badezimmer wirklich nicht mehr relevant. Doch, wenn wir ins Badezimmer gegangen wären, hätten wir gesehen, dass kein Toilettenpapier da ist. Ja gut, das hätten wir uns auch denken können, wir das Toilettenpapier da schon sehen. Nevermind, ignoriert mich, ich bin ein bisschen langsam im Gehirn. Oh Mann. Looks like Kaito's morale is shot, so this whole thing is done now. The matter does appear to be settled. That... it's... So, it true. Going to really kill Mew. But I'm the one who came up with the plan. Anyway, just admit your crime, Gonta. Even though you don't remember, you still did it. But why did Gonta do such terrible thing? Wait, before you start crying, you gotta admit your crime first. Stop. I won't let you, Kokichi. If anyone is gonna get him to confess, it's me. Gonta, I'm going to look back at the whole case one more time, okay? Lächel dabei nicht so süß, Mann. When you're convinced, you just let me know, all right? Let's end this together. Okay. Ich mach ja schon. Closing Argument, start. Leute, wir sehen endlich das Badezimmer. Und tatsächlich gab es mehr als nur eine Rolle Toilettenpapier. Das heißt, es hätte uns wohl echt nichts gebracht, wenn wir uns das Badezimmer angeguckt hätten. Jetzt kommt gleich noch meine Lieblingsstelle. Also beim Minispiel an sich musste ich hier aussuchen, wer wo sich umgeguckt hat. Also wer für welchen Bereich zuständig war. Und gleich kommt einfach das Genialste von allem, was ich auswählen musste. Es wird wundervoll. Genau, und wer hat sich draußen umgeguckt? Der Culprit. Das ist so dämlich. Warum zeigt ihn überhaupt noch als Culprit und nicht einfach, ja, Gonta hat sich draußen umgeguckt. Nein. Der Culprit hat sich draußen umgeguckt. Was, wo Gonta war? Keine Ahnung. Vielleicht war er auch draußen. Oh Mann, das ist so dämlich. Egal, whatever. Ja, du warst es, Gonta, ha? Huh? Oh Mann. This is the truth you've forgotten, Gonta Gokuhara. The ultimate entomologist. Nein, er macht seine Käferbox kaputt. Warum nur? Ja, er will es halt selbst nicht wahrhaben. Gonta, this is the truth we've reached. Sorry. Gonta, not really understand. Because Gonta, not smart boy. Gonta, not smart boy. But if everyone agree, then... everyone probably right. Gonta, trust everyone. Gonta. But why? Gonta kill Mew. Forget everything. Gonta even think he not do anything bad. And then Gonta tried to blame someone else and make everyone suffer. Why? Why Gonta do such terrible thing? Komisch, jetzt hab ich echt kein schlechtes Gewissen, bitte. Ich das noch. Gonta, it's not your fault. Wobei ich immer noch nicht weiß, warum hast du denn dann den Mord begangen? Warum? It's Kokichi's fault. He ja, also das auf jeden Fall, aber was hat er denn bitte gesagt? Huh? I totally didn't trick him. Before we go into that, it's voting time. We should finish up the class trial first. Is this the right answer? We're not being fooled by Kokichi? Na, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. For once, I wish that we were. Oh, das glaube ich auch. Das wünsche ich mir auch. Ich kann schon nicht mehr reden, aber das ist okay. Wrapping things up already? Yep. Hmm, what a buzzkill of an ending. It lacks the rush of previous voting times. Well, at
After so many killing games, I guess it was bound to happen eventually. It's just as well. This killing game is a bad influence on the baby. Oh, my Monotaro. You're even starting to look like a father. Yeah! I gotta get my act together for the baby. Now then, pull yourselves together and let's begin! The heart-racing excitement as the blackened and the spotless face-off! It's voting time! Ja, wen werde ich wohl wählen? Wen werde ich wohl wählen? Leider nicht Kokichi. Leider nicht Kokichi. Nein, leider was Gonta. So leid es mir tut. Holy fuck, das ist so fies. Aber klar. It seems the voting has finished. Now then, let's see the result. Ich bin gespannt, haben alle für ihn gestimmt? Ich könnte es mir halt gut vorstellen, dass nicht alle für ihn gestimmt haben, tatsächlich. Nur einer hat für Kokichi gestimmt, echt? Ja, wer war das wohl? Ich hätte echt geglaubt, dass tatsächlich die Hälfte für Gonta und die Hälfte für Kokichi stimmen. Denn wir haben ja extra am Anfang des Trials besprochen, dass selbst wenn beide Leute gleich oft gewählt werden, also mehrere Leute gleich oft gewählt werden, solange einer von denen tatsächlich immer da war, gilt es trotzdem. Das heißt, es hätte eigentlich echt passieren können. Na egal. Oh, the dreadfully wrong one, ich weiß. Ich kenne deinen Text in- und auswendig, ja? Verdict! Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum wir uns das mal angucken, obwohl wir gerade schon gesehen haben, wer gewonnen hat, aber... Oder verloren, eher gesagt. Naja. So ist das. Nur noch zwei Monocups übrig und... Ich glaube, ich muss noch von ihm mit sterben. Einfach so als kompletter Troll. Das macht das Spiel ja eh relativ gerne. Habe ich gehört. Weiß auch nicht wo. Ne, Kaito? Ja, Kaito, du mal Wichser. So, und wir meinen A. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Gibt es ein S-Rank? Ich weiß es nicht, egal.